Das sieht sehr gesund aus. Ach, das sind einfach nur hochmoderne, tolle Super-Lava-Lampen. So unglaublich toll, dass sie nicht mehr genug Licht abgeben, um irgendwie groß was zu tun. Ah. Willst du nicht weiter über diese dummen Rohre laufen? Ja, doch, es wäre eine gute Idee, oder auch nicht. Was zum? Wie seid ihr beiden an den Wachen vorbeigekommen? Pokémon? Hallo? Ich habe einen weißen Strich auf der Nase, ich bin episch, du nicht. Osho Dubrov. Irgendwie Dubrov sagt mir aber was. Ja, irgendwie. Ach, schlimm, es ist ein Forscher, ein Physiker. Ich weiß nicht. Ich würde spontan so das sagen wie Dubrov schon Lösung, aber das macht keinen Sinn. Klingt alles gleich für mich. Irgendwie bin ich nicht gut. Nein, weil der schon wieder nur Elektrobälle einsetzt. Das auch, ja, aber das ist, was ich meine. Würde ich gerade irgendwie, ob ich irgendwie Dubrov auf irgendeine Sache zuschreiben kann. Und wie ihr sagt mir, Dubrov-Lösung gibt's nicht, weil das kann nämlich gut sein, ich habe keine Ahnung von dem Kram. Luftstrahlen? Für Kurzschluss? Nee. Nicht. Ich würde Mantax da eh sofort rausholen, das ist eine Vierfachschwäche. Okay. Es ist Wasserflug gegen Elektro. Dumm. Ja, Keifel macht Sinn. Keifel dürfte Typ Boden sein. Okay. Ja. Wenn der Meister das sagt. Ja, Elektro gegen Boden und so, ne? Ja. Diese Entscheidung. Das war so schwierig. Elektro oder Elektroball? Wenn das Vieh jetzt schon die Boden attacken könnte, ne? Das lernt ja eh nur Schaufler, also. Trotzdem. Oh mein Gott! Kreide. Ja, oh mein Gott, noch mehr Kreide. Mach du was auch so Verteidigung senken. Och, ich würde die Verteidigung zweimal stark gesenkt, das heißt eigentlich physische Attacken machen die jetzt ziemlich großen Schaden. Im Vergleich zu voll. Und, und Statik. Rückstoß zum Glück ja nicht. Damier Plex ist einfach so ein unglaublicher Glückspilz in dem Spiel. Das war jetzt aber Spezialangriff, ne? Bin ich mir echt nicht sicher. Aber egal. Uff. Funkensprung ist eine Sache, da weiß ich's nie. Ich glaube, das ist auch einfach eine Attacke, wo das über die Direktion auch gewandelt ist. Ich nehme aber an, Explosion war physisch. Explosion ist einfach nur stark. Oder so. Ach, richtig, die Glubschraum, ich erinnere mich. Ich auch. Ich hab schon wieder vergessen, welche Stimme ich dem Kerl gegeben habe, ist auch egal. Nimm welchen Kerl? Achso, dem Forscher. Dem Forscher eben. Ja. Egal. Ach komm, Nebel. Um nochmal zurück auf Rubin und Saphir zu gehen, einfach nur weil das so ein schönes Thema war. Ja. Was habe ich bis jetzt noch so an Informationen? Dass eben diese vorläufigen Cover schon raus sind, wie das aussieht. Und dass eben laut den Informationen eben die Pokémon, die ja so ein bisschen anders aussehen, also die Groudon und Kyogre, die ja darauf abgedruckt sind, sehen ja so ein bisschen anders aus als sonst. Irgendwie epischer. Von dem Muster her, das leuchtet so ein bisschen. Gut, kann man jetzt machen. Dass das irgendwie laut einem Kommentar so etwas komplett Neues ist. So. Und diese Aussage wurde eben schon bei der Megaform von Mewtwo gemacht, in X und Y. Hm. Und die Aussage wurde auch schon bei wie heißt das hier jetzt nochmal? Der Bereshiram und Zekrom, glaube ich, war das. Oder war das Kyurem? Irgendwo da in der Ecke. Also Pokémon Schwarz und Weiß eben, die legendären da. Anscheinend habt ihr euch den Weg freigekämpft. Nein, wir haben sie einfach nett gebeten, uns durchzulassen. Wir haben gesagt, okay. Okay. Ihr seht nicht gefährlich aus. Der Streifen ist voll modisch. Eben. Ihr kommt zu spät. Unsere Forschungen haben wir schon längst abgeschlossen. Ihr seid völlig umsonst hier. Dann gehen wir halt wieder. Das hat es nichts gekostet. Doch, Zeit und Nerven.
und relativ viele Pokédex für Heilungsmethoden und Bälle. Also nein, umsonst sind wir nicht hier. Ich überlege gerade eigentlich fast, man könnte theoretisch auch einfach die Stellen, wo du immer wieder hochläufst und zum Pokémon Center rennst, irgendwie auf anderthalbfache Geschwindigkeit laufen lassen oder so. Nein, das wäre ja Arbeit. Ich weiß, aber es wäre witzig und es würde irgendwie diese unglaubliche Langweiligkeit überbrücken, weil ich mit meinem Rubin-Saphir-Thema jetzt eigentlich schon ziemlich durch bin. Okay. Ja gut, dann ist das jetzt halt in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich kann mir nur vorstellen, wie es klingen wird. Ganz hoch. Dann rede ich jetzt langsam und du musst auch tief reden. Schnell ganz doof. Du musst auch sehr tief reden, weil mein Renderprogramm das automatisch hochpitcht. Ja, das ist zumindest. Ich habe mir gerade vorgegangen, so reden. Oh mein Gott, das wird noch schneller. Ja. Das erinnert mich an die. Da kann ich gleich aufstehen. Was? Das erinnert mich an die System Shock-Aufnahme da, wo wir versucht haben, ein Basketball einzulochen in den Korb. Ach, richtig. Und ich das ja auch vorgespult habe. So, ich schneiden dann gleich besser gewesen. Ja, egal. Nee, ich finde das immer witzig, wenn diese Stimmen so schnell hochklingen und man sich gerade noch so versteht und es trotzdem dämlich ist. Ja. Was? Du hast mich immer davon abgehalten, es einfach stumm zu schalten, wenn ich hier Musik muss unterlegen. Stimmt, ich bin froh darüber. Warum? Ja, ein Copyright Infringement hatte ich schon. Echt? Ja. Wegen Warfare an der einen Musik im Menü. Ja, das kann man nichts für, das ist doch Warfare an der Eigenmusik, eigentlich. Ja, trotzdem ist das proprietär von irgendeinem komischen schwedischen oder was das war, Orchester. Hm. Ich frag mich nur eher, wie sie auf dieses Video gekommen sind, wie sie es gefunden haben. Ja, über die Text. Mein War Thunder und so weiter ist jetzt nicht so schwer zu finden. Weißt du, wie irgendwelche War Thunder Videos es gibt? Hm. Weißt du, was für leistungsfähige Bots die Leute haben? Weißt du, dass es mich echt wundert, dass sie dann irgendwie Lied über Gespräch, über Kram raushören können, was gar nicht mal laut ist, das Lied? Das waren 5 Sekunden Stille. Hm. So, ging doch, glaube ich, hier lang, ne? Nö. Beziehungsweise ging es ja noch weiter, oder waren wir so fertig? Der Raum ist nur schon komplett. Ja. Aber er sah schön aus. Also weiter. 1-2 oder zurück. Letzte Chance vorbei. Ich weiß ja nicht mehr, welche genau. Das scheint aber der zu sein, der zu diesem komischen Ding führt. Vermute ich einfach mal. Hallo. Ah. Was? Fremden ist der Zutritt nicht gestattet. Wo ist der Wachdienst, wenn man ihn braucht? Übrigens, das meinte ich mit, also danach jetzt. Ich werde nicht weiter dazu sagen, das wirst du selber noch merken. Okay. Übrigens, Elektroball. Ja. Magneton. Ich habe, glaube ich, immer noch Mantax da vorne. Ja. Du strahlst heute einfach wieder eine unglaubliche Intelligenz aus. Ja, tut mir leid, ich konnte nicht wissen, dass 2 Forscher hintereinander kommen. Hm, wir sind nur immer noch im selben Labor. Ja, bisher war halt Sicherheitssystem. Kann ja gut sein, dass das jetzt wieder da dran ist und so, ne? Schon mal ist die höhere Gefahr. Ich würde fast sagen Magneton, weil sich Elektroball irgendwie auf die Dauer irgendwann in die Luft springen wird, wie ich es kenne. Jo. Außerdem hat es komische Moves drauf. Luizitroball. Luizitroball, okay. Was? Lecker sauer. Ja. Dich selbst säuernd. Der arme Sui. Der ist doch schon so klein. Ist er? Ich meine. So, damit hat Donner jetzt eine etwa 100%ige Trefferchance, glaube ich, anstatt die 70, glaube ich, die es sonst hat. Ja, egal. So interessant, wie Magneton einfach in jedem Spiel anders dargestellt wird. Zusammen, getrennt. Und hier kannst du halt schwer zusammen machen. Klar geht das. Da gehen diese coolen Moves nicht. Ja, muss ja auch nicht sein. Elektroball kann auch keine allzu coolen Moves sein, wenn wir ehrlich sind. Ah.
Es regnet im Labor. 15 Meter unter der Erde. So. Hier die Frage, was die Gefahr ist. Einfach draufhauen. Dann hier bleibt ja eh gleich tot, wie ich dich kenne. Ja. Was bist du nur für ein unglaublich sorgentragender Mensch? Es passiert ja nichts Schlimmes. Die Puppen mögen mich ein bisschen weniger. Das stört mich allerdings nicht wirklich. Ist auch unpraktisch, wenn du sie eventuell sonst nochmal einwechseln könntest und sei es nur, um eine extra Runde zu gewinnen. Ach ja. Ist ja eh bald vorbei. Ja, ja. Danach gehe ich dir eh wieder aufhalten. Das, was gratis ist. Ist das kosten mehr, das ist was anderes. Ich frage mich echt, wie die eigentlich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, etwas zu tun, was jeder kann. Sozialleistung. Ja. Mein. Vielleicht kannst du doch nicht jeder. Nee, nur du kannst das. Jo. Ich bin intelligent genug, die Kahlmaschine zu bedienen. So. Vielleicht bedient sie auch einfach dich. Das wäre eine Theorie, die ich gerne abstreiten wollen würde. Warum? Weil es unangenehm ist. Warum? Diese Vorstellung. Wollen wir es was wissen? Weiß ich nicht, von der Maschine in meinem Arm kontrolliert zu werden, ist jetzt nicht so der Traum einer schlaflosen Nächte. Ja, da träumt man auch meistens nicht. Vielleicht soll ich gleich sogar nochmal wegmachen? Egal. Du hast ja noch Mantax. Ja, und Geifel eben. Gehen jetzt ja beide gegen Elektroball. Es regnet weiter. Gähnt. Hab ich nicht, nein. Das ist einfach nur so ein extrem tiefsinniges Überlegen. Wie man das irgendwie erklären könnte, dass es im Labor regnet. Und wie der Lektor gerade durch den Forscher durchgerollt ist. Das machen die aber häufiger. Muss ich wieder an Fire Emblem denken, wenn ich drüber nachdenke. Wieso? Auch jetzt zum Beispiel jetzt in 3DS-Version, also in Awakening. So kann ich euch doch unmöglich gehen lassen. Nehmt mal Geld, dann kann ich euch gehen lassen. Eben. Kommt da noch einer oder? Huch. Jetzt gibt es für euch keinen Kommen mehr aus dem Labor. Ich gehe einfach mal auf Risiko und schau weiter. Du kannst trotzdem. Ich würde es nicht tun, sag ich nur. Also kommt da noch wer, okay. Ja? Jetzt gibt es für euch keinen Kommen mehr. Wir werden euch nicht aufhalten, wenn ihr gehen wollt. Schöne Hintergrundgeräusche übrigens. Warum hast du mich eigentlich belogen? Das ist doch genau das hier. Du hast gesagt, das wäre eine Selbstzerstörungsfrequenz mit Countdown-Timer. Ist es das nicht? Nö, das ist ein Alarmsystem. Achso. Ein unglaublich auf den Sack gehiges Alarmsystem. Ich höre es gerade nicht so deutlich. Ja, sei froh. Das wirst du die ganze Zeit hören. Ich fand die Musik in diesem Bereich eigentlich unglaublich cool, aber die hört man jetzt nicht mehr. Echt? Ich dachte, die machst du nicht, weil sie so schräg ist. Ja, man lernt Musik zu lieben, wenn man die Ausweichmöglichkeiten sieht. Achso. Aus mich macht die Musik eigentlich schon. Die war auf jeden Fall interessant. Die hat gepasst, sagen wir so.
Du wirst dieses Gepiepe noch ein bisschen hören, ja. Übrigens, ich hatte an Überfallendung geredet eigentlich. Ja. Zipping und so. Wenn du da dich mit zwei Pegasus-Rittern oder so kämpfst und die beide auf derselben Seite stehen, von wegen Unterstützung und so, dass sie teilweise einfach wirklich so ineinander stehen, dass sie gegenseitig eigentlich die Flügel ihrer Pegasi, ist das so eigentlich, ja, müsste sein, ja, durch ihre Pferdeviecher und Personen durchdrücken, weil es ja scheißegal ist. Ja, ist es doch auch. Ich meine, das sind verdammte Pegasi. Die sind doch so magisch, dass sie praktisch ethereal sind. Ja, trotzdem. Und wie wann? Die sind einfach nur unglaublich stark, sodass sie durch die Zellen durchpressen können. Gegenseitig. Darüber reden wir ein andermal. Was denn? Nichts, was denn? Es gibt jetzt nicht mal ein Moment, Stoffe durch andere Stoffe durchzuschieben. Das ist mir ziemlich egal. Weil ich davon eh nichts verstehe. Aber weißt du nicht, wie schön es wäre, einen Block Graphen durch einen anderen Block Graphen durchzuschieben? Nein. Doch. Was wäre denn daran schön? Dass man Sachen durch Sachen schieben kann. Ja, was wäre denn daran schön? Zum Beispiel, dass man diese Sachen als Modulatorstellen verwenden kann. In Reaktoren, in hermetisch abgesiegelten Reaktoren und anderen Bereichen, die hermetisch abgesiegelt sind, durch die man trotzdem Sachen durchschieben kann. Könntest du mal aufhören, irgendwie dein Mikrofon so zu machen, dass es ständig anfängt zu knacken, wenn du irgendwas tust? Das ist... Tut mir leid, ja. Jetzt hat das Geräusch von deinem Stuhl kam, aber okay. Doch, das war der Stuhl, gegen den die Lautstärke-Regel mechanisch geschlagen hat. Ich hab's nicht gemerkt. Ah ja, das kann sein. Sowieso ist das Ding so der ziemlich größte Schwachpunkt des ganzen Netzes. Wie ging es hier oben lang? Ja. Fühlen wir nicht beide nach oben? Ich glaube nicht. Warte mal, einfach erstmal den Bereich hier weiter. Ist halt wirklich so, dass man hier wirklich ein gutes Gesprächsthema braucht, was möglichst ein bisschen themenbezogen ist wenigstens, aber... Ja, ja. Hallo. Mir gehen die Themen so ein bisschen aus. Zu viel, weil der Alarm ausgelöst. Boah, das ist aber ein ziemlich besoffenes Vibe. Wer hat hier den Alarm ausgelöst? Das ist ein Kopfschmerz, ey. Kann nicht wahr sein. Ja, nun. Daran seid doch bestimmt ihr Kinder schuld, oder? Logischerweise. Das kann ich so nicht akzeptieren. Hat er gerade aber eigentlich immer einen Jennifer Stirn? Ja. Übrigens, wenn man diese ganzen Sachen noch auch in der Aufnahme hört, ist das ziemlich unprofessionell. Ja, ja. Next, ja, ja. Ibarra oder Kadabra? Hast du Nachtara dabei? Ja. Dann würde ich das eventuell später mal rausholen, falls der dann Hyplex wieder verreckt sollte, wie ich dich kenne. Weil Unlicht gegen Kadabra macht dann doch Schaden. Hol ich's jetzt einfach mal raus. Willst du nicht irgendwie... Nein. Keifel rufen? Hast du getan, oder? Oder was hast du getan? Nee, hab ich nicht getan. Das greift jetzt gerade an. Achso, ich hätte jetzt Keifel gerufen, weil, ne? Und so. Ja. Nein, es atmet Feuer aus. Eigentlich atmet es Drache aus. Das Ding heißt halt Feuer, oder? Ich weiß. Lässt mich ganz odemlos. Au, das war... Okay. Ja, Kerle, was schmeißt den Löffel auch so weg? Ist doch super intelligent. Nee, es ist dieses Urigella-Vieh, das ist nicht super intelligent. Doch, ich meine, in irgendeiner Beschreibung stand drin, dass es ein IQ von was ich weiß nicht, 300 hat. Intelligenz und IQ liegt nicht ganz zusammen. Aber aufpassen, IQ ist die theoretische Intelligenz. Ja, weiß ich. Glaub mal, das weiß ich, ja. Ja, aber selbst wenn, sollte man doch eigentlich intelligent genug sein, um zu wissen, dass so ein Löffel einfach im Kopf fällt. Schwerkraft und so.
Der ist ja durch die Wucht zurückgetaumelt und am Verrecken gewesen, also. Ach so. Na komm. Heil ich dich halt. Ist halt so sehr teuer. Also so viel Schaden macht's wie Bravo ja eigentlich auch wieder nicht. Übrigens wollte ich eigentlich, dass du nach Tara ja nur für Kadabra einwechselst. Ne, brauchst du es eigentlich gar nicht mehr. Achso, ich dachte auch auf Vibrava. Gut. Vibrava ist selber unlicht, wenn überhaupt. Oder Bodendrache, das kann auch sein. Naja. Bei den ganzen Viechern, die ich nie verwende, kann ich es immer schlecht sagen. Nee, schon wieder heilen. Nee, das geht so nicht. Ja, kannst du einfach umbringen. Wenn du unbedingt willst. Ja nun, es wäre ja finanziell ungünstig. Wer auf jeden Fall überleben sollte die Runde, ist auch nach Tara, weil die braucht die Punkte. Das braucht die Punkte. Jo, das überlebt ja auch. Eben. Nein, es ist so bedrohlich mit seinen Hörnern. Vor allem, weil die ganzen Viecher in der Luft einfach stehen, ne? Wegen der unglaublich tollen Animation, die dafür eingebaut haben. Ja, extra dafür Wesen 1 weg. So, mal wegen zweimal Kryptoschlag, hält es das aus? Sollte es eigentlich, oder? Das kommt immer sehr drauf an. Zweifelsfall einfach Schwalbos angreifen. Und es fliegt noch höher. Oder? Nee, nee, noch nicht. Okay. Okay, so viel dazu. Ihr werdet einfach zu stark für sowas. Du wolltest ja eh kein einziges Krypto-Pokémon mehr haben. Doch, dafür habe ich eh Welle gekauft. Ich wollte nur kein Garmbull haben. Ja, Vibrava anscheinend ja auch nicht. Ja, eigentlich ja schon. Jetzt ist sie holen müssen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so derart stark ist. Sneeble verfehlt und Dumbleplex regt sich darüber auf. Okay. Sneeble verfehlt und Dumbleplex regt sich darüber auf. Was wieder furiös ist. Ach ja. Immer dieses Rufen. Dass sie sich jetzt selber am Riemen reißen können. Peinlich und peinlich. Da schon wieder. Ach ja. So unglaublich interessant. Ja. Kann fliegen und es verfehlt. Du bist direkt mit einem Leben. Ist toll. So, ich habe Schlag, es muss doch jetzt eigentlich zuerst dran sein, oder? Ja, würde am meisten Sinn machen. Ein Gegner ist immer besser als zwei. Nein, ich meine von der Reihenfolge her.
Ja, ne? Wenn du mal nicht mit Kryptoschlag angreifst, musst du bei Kekleon eh eine Strategie dir ausdenken. Wenn du weiter mit Kryptoschlag arbeitest, ist es egal. Dammelflex ist eh weg, ja. Wenn es nicht schon getargetet wurde. Was interessanterweise nicht wurde, okay. Dann sind es jetzt zwei weniger. Ja. So. Man merkt schon, dass wir nichts mehr zu erzählen haben, ne? Nö, nicht wirklich. Okay. Diese Zunge. Wieso ist es mir eigentlich noch die Auswahl spielen? Du weißt, dass es noch nach der Radar ist. Man weiß ja nie. So, was passt denn hier gut gegen? Einfach reinhauen. Stimmt, ist eh fast weg. Sonst haben sie das nicht verändert bei der Attacke. Junge, bist du stark. Und vor allem nüchtern. So, aber gut, da es uns die Gesprächsthemen doch recht schnell ausgegangen sind, machen wir erstmal Schluss, oder? Boah, wie viel Aufnahme war das jetzt? Eine Stunde ziemlich genau, glaube ich. Ah, okay. Klar doch, ja. Man muss halt wirklich gerade für den Bereich, der wird noch ein Stück weit gehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn auch nicht allzu viel, braucht man wirklich Gesprächsthemen einfach. Ja. Da reichen so Blubbel-Lavalampen nicht. Ja, die nicht mal Licht abgeben. So unlogisch, unrealistisch, schlechtes Spiel. Ich habe mir Mühe gegeben mit den Themen, ne, aber... Naja, ist ja gut. Es hat auch geklappt bisher. Aber ich habe halt kein so weit gefächertes Themengebiet, was mich groß interessiert. Naja. Also, tschüss. Erst wieder anrollen. Mhm.